Hallöchen, der Captain Knorke wieder hier mit einer neuen Folge von Knorke vs. Doorkickers. In der letzten Folge haben wir unsere kräftige Verhaftung vorgenommen. Und wir haben jetzt, ja, Key Witness Escort. Ich fürchte, das ist eine Mission, die uns das Genick brechen wird. Wir probieren es aber einfach mal. Escort VIP to the Safe Zone. Ich glaube, die müssen den auch noch retten. Ist das die Karte? Was ist denn das für eine Karte? Ist wieder offenes Gelände, oder? Sind auf jeden Fall viele Tangos da. Und wir gucken mal. Wir können nur drei Leute benutzen. Okay, auf der einen Seite ist das okay. Auf der anderen Seite ist das krank. Die sind auch alle schwer verletzt. Ich fürchte, dass die letzte Mission uns dann, also wenn wir das hier schaffen, fürchte ich, dass die letzte Mission uns tatsächlich das Genick kosten wird. Ach, okay. So. Hier ist die Rescue Zone. Wollt ihr mich verarschen? Die stehen schon hier oder was? What? Ist das gerade euer Ernst? Moment, das. Hä? Nein, ich wollte dich eigentlich dazu bewegen, dass du hier rüber guckst. Und dich hier runter bewegst. In der Hoffnung, dass das. Hier ist der VIP. Und ich muss den bis rüber zur anderen Seite bringen. Wäre es da nicht clever, wenn ich den hier einfach warten lasse und erstmal alles aufräume? Ich weiß es nicht. Das hier scheint sauber zu sein. Der kann hier bestimmt durch, ne? Aber ansonsten sieht das ziemlich kacke aus. Oder muss der hier rum? Kann der hier durch? Er kann. Aber das machen wir jetzt nicht. Nein, ich möchte das abbrechen, bitte. Ich möchte nicht, dass der da lang geht. Wieso kann ich dich nicht steuern? Wieso kann ich dir nicht sagen, dass wir die Aktion abbrechen? Wir brechen die Aktion bitte ab. Was soll denn das? Right click to change delete action. Ich drücke die rechte Maustaste, aber irgendwie. Nein. Ich glaube, der stirbt uns jetzt weg, oder? Einmal hin und her laufen, bitte. Sehr schön. Ich habe jetzt gar keinen gesehen. Ach, da unten kam noch einer. Okay. Okay. Huhuhu. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem hier hoch. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich sehe es aber nicht. Verfluchte Kacke. Okay, dann müssen wir wohl so gucken und hier langsam hochgehen. Okay. Du guckst. Nein, du guckst hier weiter. Du. Nein, Mann, du guckst hier weiter rüber und gehst dann hier hoch, um das da im Blick zu haben. Okay, ich hoffe mal, das hier ist kein unendliches Kontingent an Gegnern. Das wäre ziemlich dumm. Okay, wir machen das dann so, damit wir um die Ecke gucken können. Ganz clever, dass die zwei da stehen bleiben. Ist da schon einer? Nein, okay. Vielleicht räumen. Das kann doch nicht sein. Ich drücke die Taste und ich. Sag mal. Control. Meine Güte. Ja, danke. Wie soll man das denn bitte schon hinkriegen hier? Ich muss mich leider zurückziehen. Trotzdem guckst du dann wieder hier runter. Wie wär's, wenn ich hier einfach. Hier kann ich nicht einfach durchbrechen. Och. Bitch, please. Ihr wollt mich doch. What the fuck?
Entschuldigung, die Zigarette, meine Zigarette, die ist fast ausgegangen. Irgendwie brennt die auch ganz komisch. Aber egal. Aber was zum Henker? Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein, oder? Ist das echt deren Ernst? Ja, damit sind unsere Leute down, ne? Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Müssen wir gleich wieder restarten. Weil das ist ja, was ist das denn bitte? Wie machen wir das denn am besten? Glaube, wir sollten definitiv nicht allzu lange warten. Gut, die sind tot. Wir gehen mal nach einem Plan vor, der vielleicht nicht ganz so brillant ist. Nachdem wir aber... Nein, Mann! Jetzt mach doch, was hast du denn immer? Meine Güte, so. In die Richtung. Du guckst jetzt in die Richtung, gehst hier runter. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiß vielleicht, was ich vorhabe. Du gehst hier vor. Okay, das war gut. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier kam der vorhin raus, ne? Das heißt, ich müsste auf jeden Fall versuchen, hier stehen zu bleiben. Obwohl eine Deckung vielleicht auch nicht schlecht wäre. Weil ich möchte eigentlich, ich möchte versuchen, hier runterzukommen und hier in die Schlippe rein. Wisst ihr wie? Wisst ihr wie? Wisst ihr wie? Wisst ihr wie? So, jetzt habe ich wieder die Tür gehört. Scheint hier aber sauber zu sein. Ich drücke doch die Control-Taste. Ich drücke die Control-Taste, damit du bitte hier einmal hochguckst, während du bis hierher gehst. Jetzt kommen die Drecksäcke auch noch von hinten oder was? Was zum Henker ist das denn? Okay, das ist eine Sache, womit ich absolut nicht gerechnet habe. Sterben die auch mal? Ich kann nicht. Ich komme nicht mal bis zu denen hin. Ich sehe die nicht mal. Und dann kommen sie doch gleich noch von hier, oder was? Also, bitte, please. Ich habe schon wieder einen verloren. Jetzt wird's. Das wird kriminell hier, Freunde. Das wird gerade richtig kriminell. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Erstmal müssen wir ja die Drecksäcke hier erledigen. So. Was ich auch doof finde, ich kann nicht alle auf einmal anwählen. Das würde ich jetzt echt gerne machen. Aber das wäre sicher nicht im Sinn und Zweck des Erfinders. Wir haben bloß drei Mann. Das finde ich auch ziemlich doof. Ich muss mir echt was überlegen. Ich muss bis hierher. Und ich würde gerne hier unten durchgehen, weil hier ist, glaube ich, mit das sicherste, was ich machen kann. Du bleibst bei der Taktik und gehst hier lang. Du guckst weiterhin hierher. Und lauft mal.
So, auf jeden Fall müssen wir jetzt versuchen. Wir müssen echt ganz genau hingucken, wie wir das hier veranstalten, den ganzen Kack. Du gehst weiter hier geradeaus. Du guckst in die Richtung und gehst hier runter. Du kannst ja auch schon mal bis hierher gehen. Hier müsstest du einigermaßen sicher sein. Okay. So. Immer schön achten. Hier an den Rändern können sie auftauchen. Das wäre ziemlich schlimm. Wieso guckst du eigentlich in die Richtung? Guck mal kurz hier hoch. Da sehen wir nichts weiter. Dann guckst du wieder hier rüber. Und wir müssen den hier auf jeden Fall hier runter bewegen. Ich hoffe, hier ist er einigermaßen sicher. Du gehst weiter hier vor. Stopp! Wo ist sie denn? Hier. Oh, bitte? Kann mir einer sagen, wie ich das hier machen soll? Wie zum Henker soll das bitte funktionieren? Lass uns mal langsam laufen. Okay. Jetzt geht's hier weiter vorwärts. Und hier weiter vorwärts. Und hier weiter vorwärts. Und ich würde dich gerne auch hierher schicken. In der Hoffnung, dass hier keiner in dem fucking Gebäude ist. Von wo kam denn der Schuss? Von wo? Was? Der zeigt mir nicht mal an, woher es das kommt. Das ist doch auch wieder Kacke, damit ich nicht. Wie soll ich denn hier lernen? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Habe ich den zu früh rübergeschickt oder was? Kommt hierher. Du gehst tatsächlich hier lang. Und du gehst tatsächlich auch hier lang. Und du versteckst dich hier hinter zwischen den zwei Autos. Du versteckst dich jetzt hier zwischen den beiden Autos. Du gehst vor. Du gehst vor. Und du gehst eh noch vor. Problem ist natürlich, dass jederzeit noch jemand kommen könnte, der ihn hier erschießt. Gehst du trotzdem einmal hier runter, bitte. Ich hoffe, du schaffst das. Okay. Ich habe eine Tür gehört. Und wir wissen, eine Tür ist nie gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Dingens. Und du bewegst dich nicht. Ich kann den nicht steuern. Ich kann das nicht abbrechen. Right-click to change steht hier. Delete Action. Es passiert nichts, wenn ich hier drauf drücke. Es ist doch bekloppt. Nein, ich möchte nicht, dass du woanders hinguckst. Okay, dann können wir die Änderung so machen. Du bleibst dann hier stehen. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst kriege ich hier echt langsam einen Hacky. Gucken wir mal hier lang. So. Jetzt habe ich es gesehen von hinten. Leute, das ist. Das. Ich. Das.
Ich wollte mich nicht mehr aufregen, aber ich habe langsam das Gefühl, dass ich hier absolut keine andere Möglichkeit habe, als mich aufzuregen. Mit drei fucking Mann. Boah, willst du mich vergackeiern? Alter! Sorry, aber ich krieg hier langsam echt. Das ist. Schon am Anfang hört es langsam auf, Spaß zu machen, weil das ist. Das ist für mich unfair. Das geht für mich gar nicht. Jetzt bleibt doch nicht an dem Auto hängen. Und die Frage ist natürlich, jetzt ist er natürlich schon verletzt. Die Frage ist natürlich, ist hier wirklich ein unendliches Kontingent an Gegnern, die hier kommen, oder kann ich mich hier irgendwo verschanzen und nach alles abknallen, was hier vorbeikommt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wo schicke ich dich hin? Wo schicke ich dich hin? Wohin mit dir? Ich komme gerade echt nicht mit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schicke dich hierher. Die haben jetzt durch das Auto geschossen, richtig? Die haben was? Wieso ist da ein Deckungszeichen, wenn die durch das Auto schießen? Obwohl hier steht 5 von 8. Das heißt doch für mich, dass hier tatsächlich nicht mehr Leute sind, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Teile Stats. Würde ich jetzt einfach mal fast behaupten. Okay, wir machen eine neue Taktik. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja. In der Folge haben wir nichts geschafft. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt, dass ich jetzt weiß, dass es hier tatsächlich nur. Wie viel gibt's? Hier 5 von 8. Also 8 Stück gibt's. Das heißt, ich müsste mich wahrscheinlich erstmal nur um diese 8 Leute kümmern. Um im Endeffekt wirklich sagen zu können, jetzt ist die Sache erledigt. Ich muss aber auch irgendwie versuchen, den VIP zu schützen in der Zeit. Und das wird schwierig, weil es nirgendwo wirklich eine richtige Deckung gibt. Und was weiß ich, wann die Leute mal rauskommen. Aber das in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö!